Frage an den Saal. Welches Wort fällt Ihnen spontan ein, wenn ich das mache? Ja, genau. Und jetzt alle. Und manche ahnen schon, wer jetzt kommt. Und die Leute, die am Bühneeingang den Wohnwagen gesehen haben mit dem gelben Nummernschild, die wissen's. Jetzt kommt unser in grell-orange gekleideter, frisch tubierter Bühnenmagier, Ted Lewis. Ja, hallo zusammen, seid ihr gut drauf? Stimmung! Ja, herzlich willkommen zu meinem Programm Hokus Pokus Campingbus. Oder wie ich auch gerne sage, Spaß ohne Gras. Ja, da lachen jetzt die einen und die anderen sagen, hä? Ne? Ich kann es aber auch demonstrieren. Also ich meinte Spaß, ne? Aber ohne Gras. Ne? Und das ist ein bisschen Zauberei. Jetzt kommt Stimmung. Und für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich kann euch das ganz kurz erklären. Ich bin halb Deutscher und halb Holländer. Ja, das ist nicht so schlimm, wie es erstmal klingt. Ja, ich kann es erklären. Ich bin Deutscher wegen meiner Mutter und Holländer wegen guten Freund von meinem Vater. Stimmung. Ja, wobei ich sagen muss, bei meinem Papa war die Stimmung eher so ein bisschen am Arsch. Ne? Ja, das ist halt so. Aber es ist nicht schlimm. Ja, und ganz wichtig ist, ich bin jetzt gerade aus Holland zurückgekommen. Ich war mit einem ganz tollen Freund, also einer besten Kumpel, mit dem Peter war ich nämlich auf Jungfernfahrt. Ja, der hatte einen ganz, ganz neuen Wohnwagen gekauft. Einen total neuen Wohnwagen, 10 Meter lang, 3 Meter hoch, total schick und jetzt total Schrott. Ja, ja, wir sind nämlich bei der Jungfernfahrt sind wir an einen Tunnel gekommen. Und das war 2,80 Meter hoch. Und ich sage noch, Pietje, da steht 2,80, du hast 3 Meter. Dann guckt er nach links, guckt er nach rechts und sagt, und siehst du einen Polizist? Ja, das war nicht so schön, da war die Stimmung wieder voll am Arsch. Ne? Das ist einfach so, war jetzt nicht so, aber er ist nicht die hellste Leuchte im Lampenladen. Ne? So ist es halt. So, ich habe jetzt etwas vorbereitet. Ich hatte ja am Anfang schon so eine kleine Wundertüte in der Hand. Und ihr kennt vielleicht noch so von früher die Wundertüten. Ja? Das war so eine Riesentüte. Ja? Und wenn man dann so geschüttelt hat, ja? Und was war dann? Dann kam also nur ein bisschen Konfetti raus. Ne? Viel war es nicht. Und noch eine kleine Überraschung. Und das ist jetzt sozusagen mein Auswahlkriterium für heute Abend. Ich brauche jemand Freiwilliges aus dem Publikum. Ich werfe das einfach mal so nach vorne durch. Die Person, die es dann trifft, bleibt liegen und die Person nebendran kommt dann nach vorne. Ne? Ja. So. Das wollt ihr jetzt alle sehen, gell? Vor allem die, die dahinter sitzen, ihr seid aus der Gefahrenzone. Nein, ich nehme vielleicht einfach jemanden aus der vorderen Gefahrenzone. Vielleicht jetzt dich da, du siehst ganz nett aus. Wie heißt du? Christian, das war richtig. Sehr schön. Christian, wie heißt du mit Nachname? Ja, komm jetzt, red nicht so viel, wir haben nicht so viel Zeit. Wie? Baldauf. Baldauf? Ja. Ich habe eben erst Bald drauf verstanden, da hätte es ja auch gepasst, ne? In dem Moment. Ja. Gerade so kurzzeitig habe ich schon gezuckt. Ich mache das mal aus der Gefahrenzone raus. Christian, kommst du mal nach oben? Vielleicht machen wir ein bisschen Musik für den Christian und ihr flippt mal alle aus. Komm, Christian, komm mal nach oben. Ja, komm, Christian, komm so ein bisschen nach rechts. Oder bist du in der Mitte angekommen? Ist ja egal. Sehr schön. Christian, wir machen jetzt so ein bisschen was zusammen. Und zwar, die Leute fragen mich immer, kann man denn vom Zauber leben? Und da sage ich immer, nee. Ne? Und deshalb müssen wir immer ein bisschen Werbung machen. Und da habe ich normalerweise immer eine hübsche Assistentin auf der Bühne. Aber ich finde jetzt in der Zeitalter Emanzipation, ne? Können wir doch ganz kurz. Wir müssen nur kurz umdekorieren. Darf ich mal ganz kurz den Hut ausborgen? Sehr schön. Ich muss sagen, jetzt etwas enthauptet. So. Komm, auf. Christian, so. Guck nach vorne in die Kamera. Komm, jetzt komm auf, Christian. Sie haben nicht so viel. Nee, ja, jetzt Moment, jetzt ist es hinter. Bleib einfach stehen, du zappelst mir ein bisschen viel. So,
Es sieht ein bisschen schon aus wie Greta, nur in blond jetzt, ne? Sehr schön, wunderbar. Stimmung. So, ne? Sehr schön, das sieht schon mal toll aus. Und Folgendes, wir werben jetzt gleich hier für ein Küchengerät, Christian. Und das ist dein Stichwort, du musst jetzt ein bisschen sexy das Ganze präsentieren. Es geht ganz einfach, komm ein bisschen zu mir ran. Brauchst keine Angst zu haben, nicht zu dicht, jetzt auch wieder nicht. Ja, kaum hat er die Zöpftraht, dann fängt er schon an zu kuscheln. Ja, Christian, Folgendes, muss ich ein bisschen sexy aussehen. Es geht ganz einfach, ein bisschen nach vorne mit dem Bein. So Knie ein bisschen so hoch, nach innen, dass es ein bisschen sexy aussieht. Genau, und so locker in der Hüfte sitzen. Stimmung. So, ja, das ist sehr schön. Du machst es klasse. Ja? Und jetzt kommt das Stichwort. Das Stichwort heißt Küchengerät. Und immer wenn ich Küchengerät sage, präsentierst du das hier. Ja? Mach das gerade mal. Küchengerät. Sehr schön. Aber jetzt sind wir in der Werbung. Da musst du immer in die Kamera 1 gucken. Das ist dahinter das rote Licht. Ich weiß nicht, ob dir rot liegt. Guck einfach dahin. Ne? Okay, sehr schön, Christian. Ne? Stimmung. So, also, Christian, ich werde übrigens noch mal immer sexy aussehen dabei. Ne? Also, Küchengerät. Ganz kurz, Christian, ganz kurz. Also nicht so robotermäßig. Und wieder zurück, sondern so ein bisschen sexy halt. Das tut weh, mein Gott. Was machst du beruflich? Nix. Super. Ja, also Politiker, habe ich es richtig geraten? Ja, da sagt man ja, man soll nichts über Politiker sagen, die tun ja nichts, ne? Das ist genau richtig. So, Christian, Folgendes, also noch so ein bisschen länger, hier präsentiere 3 Sekunden, ganz wichtig, immer in die Kamera 1 dabei gucke, immer lächeln, wir sind in der Werbung, Stimmung, und ist ganz wichtig, ne? Und nach 3 Sekunden gehst du zurück in eine züchtige Position, wenn du weißt, was das ist. Nein. Nein? So. So. Präsentiere und zurück. Ich hoffe, du schaffst das. Ich habe vollstes Vertrauen. Also, nochmal, Küchengerät. Also, was bei dir 3 Sekunden sind, gell? Ist das beim Sex bei dir auch so schnell? Okay, muss deine Frau fragen. Okay, also, ganz wichtig, ne? Christian, ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal, versuch's noch ein bisschen intelligenter, immer lächeln, wir sind in der Werbungsstimmung. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier für heute Werbung vorbereitet, wir werden gesponsert von www.neptindepp.de und hier präsentiere ich unser neuestes Küchengerät, den holländischen Schnipselschneider. Dieses Küchengerät hat eine 30 cm Edelstahlklinge, rostfrei und spülmaschinefest. Mit diesem Küchengerät kann man bis zu 3 Fleisch- und Gemüsesorten gleichzeitig schneiden. Ja, dazu habe ich hier die kleineren Löcher. Ne? Da kommen zum Beispiel so 2 Karotten oben rein oder Spargel oder Schwarzwurzel. Ich gebe hier so eine rein. Oh, ich merke gerade, Christian, das ist ein bisschen... Ich muss gerade ein bisschen abraspen, das passt nicht ganz. Oh, nee, ich brauche noch einen Moment. Ach, lieber. Stimmung. So, also, das passt, Christian. So, Achtung, Christian. Ein Schnitt, 3 Jahre Garantie auf der Klinge. Unser neuestes Küchengerät, der holländische Schnipselschneider. So, mit, oh, scheiße, sind die trocken. Ich sage ja immer, es sind holländische Zauberstäbchen. Ah, da ist noch ein bisschen was übrig. Christian, ich hab's gleich. So. Stimmung. So, meine Damen und Herren, Sie sehen hier das größere Loch in der Mitte. Das ist für Gurken oder Kartoffeln gut geeignet. Das ist eine Biogurke. Hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Christian, ich zeig's auch hier mal ganz klar. Wir schneiden das 1, 2, 3, 4, 5 durch. Sie sehen, ein glatter Schnitt. 3 Jahre Garantie auf die Klinge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser neuestes Küchengerät. Der holländische Schnipselschneider. Mit diesem Küchengerät ist es wunderbar. Es ist wunderbar einfach,
es schmeckt gerade, als ob ich Konfetti gefressen hätte. Christian, hängt noch was zwischen den Zähnen? Nee, geht, alles gut. Ja, es, der Herr ganz hinterm Anschlag, ne? Ja. Okay, ich würg's nachher hoch. So, also, jetzt mit diesem Küchengerät ist hier einfach ein Topf herzustellen. Oben unter das Gemüse, in die Mitte das Fleisch, ein Topf mit heißem Wasser und der Eintopf ist fertig. Das Schöne beim holländischen Schnipselschneider ist, es ist ein ganz spezielles Küchengerät. Das Fleisch präsentiert sich freiwillig. So, ich fühle den Puls. Ich fühle den Puls. Da ist gar keiner. Ist egal. Christian, ganz kurze Frage. Wir brauchen das jetzt. Du hast Angst, das ist gut. Ja, das streibt das Adrenalin nach vorne. Du kannst mir glauben, es ist noch nie schief gegangen. Ich habe es aber auch noch nie ausprobiert. Ne? Machen wir mal. Okay, Christian, du musst es nicht alleine machen. Du bekommst die Unterstützung des ganzen Saales. Ich hoffe, ihr macht alle mit. Schüttelt mal bitte alle die Hände aus. Alle die Hände aus. Nee, Christian, du nicht. Wenn du schüttelst, kommt so viel Blut nach vorne. Dann spritzt es bis in die dritte Reihe. Ja? Christian, du guckst nur, ob alle mitmachen. Wenn da einer nicht mitmacht, klappt's nicht. Ne? Und dem würde ich auch nie meine Hand geben. So, alle mitmachen. Schüttelt die Hände aus. Eine Faust. Zeigefinger nach oben. Wenn ich sage Trommel, macht ihr einen Trommelwirbel. Trommel. Wenn ich sage Stopp, hört ihr auf. Stopp. Da hat es noch ein bisschen nachgetrommelt. Nochmal, bei Stopp sofort aufhören, sonst geht es nachher schief. Und das wollen wir dem Christian nicht antun. Nochmal, Trommel. Und Stopp. Das war nicht schlecht, aber jetzt da ein bisschen nach. Einmal machen wir noch. Und Trommel. Habe ich Stopp gesagt. Stimmung. Ja, Leute. Ja, Christi. Ja, gell? Du hörst dich aber auch gern selbst reden, oder? Du machst ja nichts, genau. Außer Dummschwätzer. So, also. Ist egal. So, also, Christian, jetzt wird's ernst. Komm ein bisschen ran. Wenn's trommelt, einfach hier durch. Meine Damen und Herren, noch einmal präsentiere unser neuestes Küchengerät. Küchengerät? Der holländische Schnipselschneider, jetzt bitte Trommel. Christian, rechte Hand durch. Einfach so lassen. Stopp. Christian, brauchst du den Ring noch? Dann lassen wir ihn einfach dran. Ich meine, das kann man danach noch abnehmen. So, genau. Christian, ganz wichtig, ja, also den Ring lassen wir. Ganz wichtig, Fleisch schneidet man nie gegen die Fasern. Ich leg's hochkant. Ja, okay. Jetzt, Christian, hier. Entspann dich einfach. Wir machen hier noch zu. Das sind so kleine Sicherheitsklappen. Es könnte ja mal passieren, dass ich abrutsche, aber dann kann ich mich nicht mehr schneiden. Ja? Christian, jetzt laut und deutlich schreie. Wenn, nee, beweg dich mal. Hast du ADHS? Du zappelst hier so rum. So, Christian, du hast Angst, das ist okay, ich bin bei dir. So, folgendes. Ganz laut und deutlich, spürst du die Klinge? Ja. Drei Jahre Garantie. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt noch ein Topf. Eine Karotte oben, eine Karotte unten. Christian, immer lächeln. Wir sind noch in der Werbung. Stimmung. Ja. So, jetzt bitte stehen bleiben, weil wenn du jetzt zappelst, dann könnte es echt schief gehen. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, also, meine Damen und Herren, jetzt kommt der Einsatz. Ich sage Trommel, dann trommelt ihr und dann sage ich so, wir zählen wir zusammen auf drei. Eins, zwei, drei und bei drei passiert es. Christian, immer lächeln, wir sind immer noch in der Werbung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ihr seid alle soweit. Und Trommel! Und eins! Stopp, Franke da, ganz kurz. Also, wir zählen zusammen. Weiß man hier, bis man auf drei zählt? Also, eins, zwei und dann kommt die drei. Lass rappeln, das muss man in ganz Deutschland jetzt hören, dass wir hier Spaß haben. Du auch. So, also, meine Damen und Herren, Stimmung, Trommel. Und eins, und zwei, und drei. Christian, schauen wir mal nach. Hand hoch, winken. Es ist alles noch ganz, es ist Wahnsinn, hat noch nie geklappt. Christian. Ihr Lieben, donnernden Applaus für Christian! So, dann kriegst du wieder einen Abmarsch. Ja, nee, das nehme ich weg hier.
Das heißt, am Schluss, es wären diverse Politiker aufgetreten. Ja, so, du darfst wieder gehen. Ich würde sagen, du kriegst noch einen kleinen Abmarsch nach unten. Jungs, gebt ihr dem Alten, Tschüssele. Ciao, ciao. Komm, wir müssen weitermachen jetzt. Husch, husch. So. Ja, er zaubert so gut, dass er immer wieder selber staunt. Der Mann mit dem Wischmopp auf dem Kopf, Ted Lewis. Im wahren Leben Peter Karl und er kommt vom Landauer Karnevalverein. Und auf dich, Peter, drei magische A, A, A. So, und eins muss ich noch erzählen über ihn. Er tritt bei uns hier immer so auf als lustiger Spaßzauberer. Peter Kall ist in der Sparte Großillusion zweifacher deutscher Meister der Zauberkunst. Und eins muss ich noch auf der Zunge zergehen lassen. Er hat den dritten Platz belegt bei der Weltmeisterschaft. Lieber Peter, hier kommt dein Ausmarsch voller Ehrfurcht.